Please, Blake. Arizona, in search of the origins of murder victims. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Outlast 2. Oh, so Kopfschmerzen. Oh. Wo sind wir hier nun wieder? Schon wieder. Meine Freunde, es ist wieder mal Zeit für eine Runde Outlast, ja. Ein neues Outlast ist rausgekommen, und zwar Outlast 2. Und damit herzlich willkommen wieder mal bei einem Schiss-Horror-Let's Play. Jo, ich freue mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber ja, was getan werden muss, muss getan werden. Ne? So, was haben wir denn da Schönes? Einen Spind von der Jessica. Ist die Jessica vielleicht diejenige, die, was wir hier gerade sehen, als wir ein kleines Kind waren, von der wir da gerade im Hubschrauber geträumt haben oder hatten? Ist das vielleicht irgendwie im Zusammenhang mit dem hier? Träumen wir das vielleicht auch gerade hier? Oder ist das real? Real wie in einer Realschule. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Grafik ist mal wieder bombenmäßig. Also die Spiegelungen hier am Gang. Vor allem, wenn du zum Feuerlöscher hingehst, ist es alles lesbar, ja. Also ich kenne Spiele, da gehst du einem Feuerlöscher hin und das ist alles so verpixelt bis zum Gehtnichtmehr. Du kannst nichts lesen, gar nichts, bitte. Schaut euch einmal diese Karte hier an, ja. Sogar hier kann man alles lesen, ja. Also wirklich sehr geile Details wieder einmal. Hier das Schloss zum Beispiel. Also richtig, richtig gut gemacht wieder. Und diese verstörenden Hintergrundgeräusche, die haben sie auch natürlich gut gemacht. Ja, wie wir unschwer sehen können, wir sind in einer Schule mit den ganzen Spinds hier.
Und es wird... Hallo, scharf. Jetzt scharf. Ah, Mittagsmenü. Okay, okay. Am 15. Monday, No School, President's Day. Ah, okay. Pfefferoni-Pizza am 16. Klingt gut. Ah, ja, mal ein paar Sachen, die halt hier hingehängt wurden. Okay, das ist doppelt alles. Okay, naja, gut, okay, das verzeihen wir denen einmal. Hier wieder schöne Stifte. Wirklich alles so detailliert. Man sieht sogar das, was hier auf dem Bleistift oben steht. Ein Wahnsinn, wirklich, wirklich wunderschön gemacht. Ich bin schon wieder mit unserer Psyche. Mag ich überhaupt nicht. Tja, jetzt sind wir eigentlich angekommen am Boden der Realität. Nach diesem schönen Flugzeugabsturz. Ja. Ja, der Camcorder, der darf natürlich nicht fehlen, ne? Wie bei Outlast. Das immer so ist. Fuck. Lynn? Lynn? Ziel, finde Lynn. Aufnahme ansehen. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victims. Aha, ja, das haben wir ja. Das okay. Haben wir ja gemacht. Die Videos, ne? Ja, da bin ich ins Gesicht extra gefahren, um zu sehen, wie detailliert das Gesicht eigentlich ist. Okay, ja. Sehr detailliertes Gesicht, muss ich sagen. Keine Pickeln, gar nichts. Okay, ja, Escape ist zurück. Tja, da geht's aber nicht weiter. Sonst ist alles Leo. Okay. Umschalt, Chronicles, Genesis, Hiob, Klagelieder, alter Schwede, da geht's viel. Okay. Ja, welche Aufnahme soll ich denn anschauen? Gibt's da sonst nichts? Das schöne Flugzeug hier. Tja, dann heißt's schauen, wie man hier runterkommen, ne? Ich glaube, runterspringen ist ein bisschen nicht so toll. Kann man springen? Ja, so halbherzig halt, ne? Tja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie wir da jetzt runterkommen sollen. Ah, vielleicht hier so runterspringen. Okay, ich weiß es ja doch. Ja, ich habe es auch nicht einmal angezockt. Nur die ersten 2 Minuten da im Helikopter. Und dann bin ich auch im Krankenhaus schon aufgewacht und in unserem Traum quasi und ja. Drücke Space, während du dich vorwärts bewegst, um über einen Abgrund zu springen. Au. Bewege dich zu einer Kante hin, um dich daran festzuhalten. Bewege dich seitwärts nach links oder rechts, um dich an Vorsprüngen entlang zu bewegen. Drücke links, um dich von einer Kante fallen zu lassen. Wichtige Ereignisse werden automatisch aufgenommen, wenn die Kamera aktiv ist. Drücke zum Fortsetzen E. Wenn das Record-Symbol blinkt, heißt das, du zielst auf das Ergebnis.
Ereignisses aufgenommen wird. Du musst über längere Zeit auf das Ergebnis zielen, um damit den roten Kreis füllen, um den Moment vollständig aufzunehmen. Drücke L. Ah, okay, das haben wir neu gemacht. Video aufgenommen. Schau dir aufgenommene Videos an, um mehr über Ereignisse und Ziele zu erfahren. Drücke Tab, um in das Kameramenü zu gelangen. Das Wrack. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Aha, jetzt haben wir quasi erfahren, dass, dass die Leiche nicht im Wrack des Flugzeugs war und dass sie anscheinend noch, ja, irgendwie vielleicht doch überlebt haben könnte. Das glaube ich zwar nicht so ganz, aber naja. Schalte bei aktiver Kamera mit F die Nachtsicht ein, um im Dunkeln besser sehen zu können. Ah, das wieder, ja geil. F ist es diesmal. Ah, Bandage nehmen, okay. Drücke Tab, um zu sehen, wie viele Verbände du hast. Ja, okay. Und da sind die Batterien. Okay, da sind die Batterien und da sind das. Und hier komme ich dann zu den Aufnahmen, okay. Auch nicht schlecht. Und rein zufällig liegen da zwei Verbände immer drum, ne? Nun gut, dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Ich würde mal sagen, hier runter. Wie es die Nachtsicht ja schon so uns verrät, ne? Oh, Batterie blinkt schon wieder. Ach du Scheiße, das ist genau das, was mir abgegangen ist. Was ist das, Alter? Oh, fuck me! Fuck, 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 fuck! That did not happen in the crash! Fuck this! Lynn! Das ist nicht Lynn! La 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 la. So, das haben wir im Kasten. Und abspielen. Pilot. I don't even remember his name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Oh, Jesus Christ, Lynn. Ach du Scheiße, das ist unser Pilot. Ui, 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 ui. Und der ist lebendig gehäutet worden. Ach, ach du Scheiße. Das ist ein Pullermann! Alter! Alter! Ihr seid doch kranke Schweine, oder? Ih, wer tut uns ein Pullermann halten, Alter? Leck mich am Arsch! Okay. Ja, meine Damen und Herren, so schaut ein gehäuteter Pullermann aus. Mit gehäuteten Eiern. Halte links ab, Tab gedrückt, um nach hinten zu sehen. Links, Alt, warte mal kurz. Ah, da hier. Ja, nachladen durch die Batterie immer erst, wenn sie wirklich ganz, ganz leer ist. Tja, wie jetzt zum Beispiel. Wie schön, ich liebe es. So, mal gucken. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Jo, nichts. Super. Und Nachtsicht kostet ja auch wieder so für so viel Batterie. Wollte ich sagen. Gut, das haben wir auch aufgenommen. Wunderschön. Was haben wir hier Schönes?